Ich erkläre es euch nachher. Herzlich willkommen zu Panini Comics TV. Auch heute habe ich in meiner Sendung wieder einen Gast aus dem Panini Verlag, also sprich einen meiner werten Kollegen. Und heute ist es der Jürgen Zahn aus dem Redaktionsteam. Servus, Jürgen. Hi, Steffen. Ich finde es schön, dass du mal wieder dabei bist. Du warst ja auch schon mal dabei, aber nur im Interview, heute mal als Gast. Das heißt, wir haben das große Vergnügen miteinander, eine Stunde lang, naja, sagen wir eine halbe, hier das ganze Programm durchzugehen. Prima. Also ich lasse mich überraschen. Das letzte Mal war es ja etwas kürzer. Genau, also heute mal so das volle Programm, die volle Distanz. Und wir fangen auch heute wieder mit einem der großen Superhelden-Universen an, und zwar mit Marvel. Ist denn Marvel dein Universum oder bist du eher so im DC-Universum zu Hause? Eigentlich bin ich ja eher der Typ aus dem DC-Universum, aber auch Marvel. Ich meine, ich mache das Spider-Man-Magazin und ich lese die Sachen auch. Ich mache halt bei uns im Verlag relativ wenig dafür. Aber mit Marvel komme ich super klar. Sehr schön. Jetzt sind wir ja beide schon, also sagen wir mal, etwas älteren Semesters. Sprich, wir haben diese Dinge eigentlich noch im Original lesen können, die rausgekommen sind und jetzt hier kollektiert wurden in der Spider-Man Newspaper Kollektion. Das hier ist der Band 1 im Übrigen, weil das hier ging ja los mit 1977. Da müssten wir beide eigentlich schon hätten lesen können dürfen tun. Ja. Aber noch nicht in Englisch, gell? Noch nicht in Englisch. Da waren wir dann noch ein bisschen weiter weg. Ja, auf jeden Fall. Aber ist auf jeden Fall das Produkt, auf das ich mich tierisch gefreut habe, wo ich auch sofort gesagt habe, das muss zu Hause sein, weil die sind einfach klasse. Also diese Fortsetzungs-, man muss ja eigentlich sagen, Strips, klassischen Zeitungsstrips, die damals in den amerikanischen Zeitungen rausgekommen sind, die sind wirklich ganz wunderbar, und Sammler-Kollektionsfans und natürlich reine Marvel-Fans, die finden das großartig. Der erste Band, der ist im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, glaube ich, erschienen, wenn ich mich richtig erinnere, oder Anfang dieses Jahres, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist aber auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Und warum ich den heute mitgebracht habe, ist, weil jetzt gibt es eben die zweite Kollektion. Und während diese hier die Anfangsjahre 77, 78 beinhaltet, kommt jetzt eben die nächsten Jahre, 79 bis 81. Und man kann ja mal reinschauen, weil da sieht man natürlich ganz, ganz klassisch, wie diese Strips aufgebaut waren. Ich weiß gar nicht, die sind damals in diesen Sonntagsbeilagen hauptsächlich erschienen, die ja tatsächlich für die Zeitung in Amerika auch wirklich Auflagen gemacht haben. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist sogar das gesamte Comic-Genre in diesen Sonntagsbeilagen entstanden. Ja, und es ist... Also was ich immer toll finde, ist, dass es eine völlig andere Art ist, Comics zu erzählen. Als wenn du eine Seite hast, ich meine, sowas wie eine Splash-Page gibt es natürlich nicht, sondern du steigst mitten rein und du bist genauso schnell wieder draußen und machst am nächsten Tag weiter. Trotzdem muss der kleine Spannungsbogen und der große stimmen. Also es ist eine völlig andere Form, wie es erzählt wird. Und ich finde es immer wieder schön, das jetzt auch wieder neu erleben zu können. Also auf jeden Fall was für Sammler und Comic-Enthusiasten. Und für die eher etwas moderneren Anhänger von Spider-Man gibt es jetzt den Band endlich, auf den viele schon wirklich gewartet haben, der verschoben war und über den wir im letzten Panini Comics TV einmal kurz geredet haben. Jetzt kommt nämlich endlich Spider-Ham. Peter Parker, das kleine Schweinchen aus dem Multiversum der Marvel-Spider-Männer, das kommt auf die reale Erde, also die in den Comics reale Erde, und verdreht dort erstmal Mary Jane den Kopf. Danach bezirzt es die Fantastic Four und dann zieht es mit Peter Parker, also seinem wirklichen Gegenstück, los und erlebt einige Abenteuer in alternativen Zeiten und Universen. Das ist wirklich eine sehr abgefahrene Sache und vor allem auch etwas für Freunde eben dieses wunderbaren Zeichentrickfilms, der damals rausgekommen ist unter dem schönen Titel A New Universe. Und es ist einfach sensationell geil. Das ist auf jeden Fall was super Tolles. Also ich bin ja ein großer Fan vom Multiversum, egal von welchem. Ja. Immer viel los, keiner weiß, wie es genau funktioniert. Genau, und man hat unglaublich viele Parallelwelten, auf denen man irgendwas machen kann, was ja einfach völlig abgefahren ist, wie eben Peter Parker Spider-Ham.
Wir hatten es ja in letzter Zeit immer öfter, dass wir auch Verquickungen von Comic und Games hatten. Und wir haben jetzt eine Black Cat Story, die im Erzähluniversum des Games The Black Cat Strikes spielt. Und dementsprechend heißt natürlich auch der Comic Black Cat schlägt zu. Das ist die Ex von Spider-Man Peter Parker, die ihm immer mal wieder Probleme bereitet, wenn sie nämlich zurückkommt, so diese alten Gefühle aufflackern. Gleichzeitig ist sie eine Meisterdiebin und eine, sagen wir mal, Antiheldin, mal gut, mal böse. Aber auf jeden Fall bringt sie immer schlechtes Karma mit sich. Nicht für sich, sondern für die anderen. Es ist also gar nicht so wahnsinnig gesund, sich mit Black Cat durch die Gegend zu schwingen. Er tut es trotzdem. Und dementsprechend ist das auch wieder eine sehr, sehr, sehr attraktive, spannende und sehr, sehr, sehr lustige Geschichte. Und da passt auch super dazu, dass es aus dem Panini Kids Bereich eine Geschichte mit Black Cat gibt und die heißt Bad Luck, Spider-Man Bad Luck. Und das ist genau dasselbe, nur eben für Jüngere, weil wir ja schon öfter gesagt haben, diese Kids-Stories, das sind die Einsteigergeschichten für die ab 7-, 8-Jährigen. Und das finde ich ganz witzig, dass es in diesem Monat eben zwei Black Cat-Stories gibt. Einmal, wie gesagt, für die Dudler ein bisschen oder was und einmal für die Kids. Und beides finde ich hervorragend und ich mag Black Cat. Ich finde das ein toller Charakter. Ich mag die wirklich sehr gerne. Auch diese Idee, dass sie anderen Pech bringt, finde ich irgendwie lustig. Ja, also lustig auf jeden Fall. Und ich meine, bei Katze gegen Spinne oder Katze vereint sich mit Spinne, ist ganz klar. Also die Katze hat dann meistens die Hand oben. In dem Fall die Kralle. Und das ganze Zeug ist einfach vor allen Dingen auch komisch. Also man muss dann wirklich auch den Spaß daran sehen und den Spaß lieben. Ja? Also wer jetzt das Superhelden-Universum lieber ernst mag, der sollte wahrscheinlich sowas anderem greifen. Aber das ist unterhaltsam und schön. Ja. Und wir bleiben nochmal bei den Kids-Sachen. Es gibt noch ein weiteres Kid, das ist Spider-Man und Venom. Und die beiden passen natürlich auch sehr gut zusammen im Universum. Und das bringen wir euch näher über einen kleinen Clip. In diesem Einzelband sind der heldenhafte Netzkopf Spider-Man und der ruchlose Symbiontenträger Venom nicht nur wie gewohnt Rivalen, sondern auch Mitbewohner. Die Probleme starten da quasi im Zimmer nebenan. Erst beschwert sich Gwen Stacy alias Ghost Spider, weil Venom seinen Müll nicht recycelt. Dann sorgt der Unhold sogar dafür, dass er und Spider-Man die Körper tauschen. Als die Superschurken Green Goblin und Dr. Octopus sowie ein paar niedliche Vierbeiner mitmischen, ist das Chaos perfekt. Die Kanadierin Mariko Tamaki schuf mit ihrer Cousine Jillian die preisgekrönte Graphic Novel Ein Sommer am See. Danach verfasste sie unter anderem Comics für Marvel und DC. Darunter auch Harley Quinn Breaking Glass sowie Stories mit der Gang aus Riverdale. Das japanische Künstlerkollektiv Gurihiro hat schon viele Marvel-Helden in Szene gesetzt und allerhand Comics zur Fernsehserie Avatar – Der Herr der Elemente gestaltet. Ihre trickfilmmäßigen Bilder und die aberwitzige Story sorgen für temporeichen Wandkrabbler-Spaß. Das begeistert große und kleine Marvel-Fans. Umso mehr, wenn einen bereits der Animationsfilm Spider-Man – A New Universe mitgerissen hat. Spider-Man und Venom – Geballte Ladung ist ein lustiges, buntes Comic-Abenteuer mit zwei ungleichen Netzschwingern. Voller Fun, Verwechslungen, Überraschungen und Cartoon-Action. Bei DC steigen wir ein mit einem weiteren Band aus dem DC-Horror-Erzählzyklus. Ja, DC-Horror, wir erinnern uns, da kamen die Zombies in das DC-Universum und zwar von Darkseid mit seiner Anti-Lebensformel. Hat er ein Virus gebastelt, eigentlich wollte er was völlig anderes erreichen, aber was ist passiert? Der Virus oder das Virus hat alle möglichen Typen auf der Welt in Zombies verwandelt. Zu denen gehörten leider auch Superhelden und Superschurken. Fand ich eine sehr krasse Story, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und das wird jetzt fortgesetzt und zwar mit dem Thema Schurken gegen Zombies. Es sind nämlich nach der Evakuierung der Welt noch ein paar Superschurken übrig geblieben. Und die kämpfen jetzt auch gegen die Zombies. Allerdings auch teilweise gegeneinander und teilweise auch wollen sie die Zombies einsetzen, um irgendwie, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich weiß gar nicht, will man überhaupt eine Zombie-Welt noch beherrschen? Also nein, da würde ich sagen, auf keinen Fall. Ich sehe das Ganze auch wieder als großen Spaß. Es ist extrem unterhaltsam, sowas zu lesen. Und
und darüber nachzudenken. Einfach die Idee ist lustig, die Story ist total abgedreht. Also eigentlich genau das, was man als Unterhaltung haben möchte. Und außerdem mischen natürlich auch noch ein paar übrig gebliebene Helden mit. Also Cassandra Cain ist da, also Batgirl. Und dann ist noch Red Hood ist mit dabei. Die müssen sich natürlich da auch irgendwie drin versuchen, nicht zombifizieren zu lassen und zu überleben. Und ganz interessant ist, dass auch Deathstroke dabei ist. Und der hat ja einen Healing-Faktor. Und ich frage mich immer, was macht denn eigentlich ein Zombie-Virus bei jemandem, der einen Healing-Faktor hat? Das sind so klassische Fragen, die, glaube ich, niemand beantworten kann. Aber grundsätzlich stellt sich sowieso die Frage, wie die Superhelden, die gerne mal sterben und dann wiederkommen, wie sich das bei denen verhält, oder? Ja, zu denen gehört ja auch Randall Savage. Das ist ja auch so ein Wiederkehrer, nicht bei den Helden, sondern bei den Schurken eher. Und der macht da auch mit. Es ist also insgesamt ein sehr, sehr, sehr interessanter Band. Und geschrieben hat ihn Tom Taylor. Und der ist ja nun auch wirklich ein richtig guter, was das Ganze angeht. Von daher, ich habe mit dem ersten Band Spaß gehabt. Der zweite ist mindestens genauso gut. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Titans bzw. den Teen Titans, auch da haben wir in der letzten Episode schon mal ein bisschen drüber geredet und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Run und zwar dem Run von George Pérez. Der hat George Pérez hat die Teen Titans eigentlich geprägt und auch da ist es wieder so, dass das eine sehr gute Story ist für die Fans der TV-Serie, zu denen ich gehöre. Und da gehören auch wieder alle diese Charaktere rein, die man so kennt. Und das ist die Entstehungsgeschichte aus dem Jahr 1980. Und mit diesen Stories hat er eigentlich die Titans, die heutigen Titans, damals die Teen Titans, überhaupt erst geprägt. Autor war Marv Wolfman, aber George Pérez hat da ordentlich mitgemacht, auch schon beim Kreieren der Figuren und eben sensationell gezeichnet. Und das finde ich einen richtig geilen Band. Ich bin wirklich Titans-Fan, also sowohl TV-Serie, aber auch vor allem diese Stories aus den 80ern, finde ich sensationell. Ja, ich meine, was soll ich dazu jetzt sagen, außer du hast recht. Das reicht mir total. Und ich meine, das Team ist einfach unschlagbar. Ja. Also Wolfman in Paris ist einfach ein super Team. Die wissen genau, wie man eine Geschichte erzählt und wie man sie vernünftig auf Papier bringt, dann nachher grafisch. Also klasse. Und wir haben halt ganz viele Referenzen auf die letzte Sendung. Da ging es auch um Alan Moore und dass er natürlich ein Gott der Autoren ist und dass fast alles, was er geschrieben hat, wirklich auch also richtungsweisend war. Und während wir beim letzten Mal ja über Hello Jones ein bisschen philosophiert haben, ist es heute das, was der Fabio angemerkt hat. Es ist jetzt diese Kollektion dieser Swamp Thing Stories von Alan Moore, die ja auch schon ein paar Mal angekündigt war, immer wieder verschoben wurde, die kommt jetzt wirklich ganz ehrlich, die ist da, also ihr könnt schon mal in den Handel gehen und sie holen. In drei Bänden werden diese wirklich grandiosen Geschichten von Alan Moore irgendwann dann komplett vorliegen. Der erste Band, der hat jetzt 452 Seiten und kostet zwar auch stolze 69 Euro, aber ey, es ist Alan Moore und es ist wirklich diese Swamp Thing Monster Horror Story, die wirklich ihresgleichen sucht und auch wieder einzigartig ist. Dieser Mann, der ist so verrückt, er ist einfach genial. Ja, also er ist für mich, wie soll man sagen, ein großer Destillierer. Also man bekommt von ihm auf jeden Fall immer die Grundidee, also das Destillat der Figur, so wie man sie sich am besten vorstellen kann. Und das in einer Geschichte, die dann immer noch einen Twist hat am Ende, die einfach nochmal abgedreht wird. Das kann er einfach. So, jetzt kommen wir zu den Ink- und Kids-Sachen. Wir haben hier erstmal von Panini Ink die Gotham High. Und da arbeitest du ja an diesen Bänden auch ganz direkt. Was passiert denn in Gotham High? Gotham High, ja, das ist sozusagen die eine klassische Highschool-Geschichte mit dem jungen Batman, der jungen Catwoman und dem jungen Joker, die das noch nicht sind, aber es gibt die Anspielungen dazu. Also das Abgedrehte daran ist, dass die Geschichte für jeden Neueinsteiger und halt auch gerade für die junge Zielgruppe prima funktioniert und gleichzeitig für die alten Fans, die das Zeug schon lange kennen, praktisch wie eine Elseworlds-Story ist, weil man die Figuren aus einem komplett anderen Blickwinkel sieht. Und das macht gerade diese Bände so faszinierend für jedes Alter, obwohl sie ja eigentlich für eine junge Zielgruppe gedacht sind. Ich sage ja immer, ich lese die auch. Und ihr wollt sehen, wie es aussieht? Dann schaut in den Clip.
Anagraphen High ist niemand so reich und attraktiv wie Bruce Wayne. Jack Napier hat nichts außer seinem guten Aussehen und seinem Humor. Aber ich liebe sie beide. Ich bin Selina Kyle. Warum sollte ich mich entscheiden? Was wir jetzt gerade noch gesehen haben, waren natürlich die Super Sons aus Panini Kids. Was haben wir denn da drin? Ja, das Prinzip ist das gleiche. Wir sind halt jetzt noch mal etwas jünger. Und, aber es ist genauso abgedreht. Also, und die Story kann man auch wieder auf beide Arten lesen. Einfach mal als alter Hase, der sich freut, ach, das wird hier ja mal neu gemacht. Und auch als Einsteiger, weil die Figuren einfach ganz frisch und auch anders erzählt werden. Was eigentlich ganz schön ist für so alte Menschen wie mich, die sich zurückerinnern früher an diese Superman-Batman-Hefte, wo ja diese Freundschaft zwischen Superman und Batman zelebriert wurde, die ja heute so eher so ein bisschen brüchig ist. Bei den Super Sons haben wir das ja noch. Da haben wir ja Robin und den jungen Superman, also Supermans Sohn, die ja dann tatsächlich zusammen diese Abenteuer erleben, wo man quasi auch wieder diese Freundschaft feiert. Ja, also das ist da noch sozusagen, ja, ich meine, der Twist hat ja noch nicht stattgefunden. Also da lernen sie sich kennen, ja. Mögen sich und es ist einfach eine nette, runde Sache. Klar, man hat auch immer ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber da ist jetzt nichts, ich sag mal, groß Problematisches dabei, wie wir das jetzt kennen. Also ich hatte, wie gesagt, an diesen Freundschaftsgeschichten, an diesen Bro-Stories immer viel Spaß früher und ich finde, das passt heute mit diesen Super Sons auch wieder hervorragend. Kommen wir noch zu etwas aus dem erweiterten DC-Universum und zwar sind das He-Man und die Masters of the Universe. Die gehören ja mittlerweile auch in das DC-Universum hinein und die werden natürlich auch von den Geschehnissen im Multiversum, sagen wir mal, nicht unverschont gelassen. Und was passiert ist, dass so nach dem Prinzip von The One einer von den He-Mans, ein böser He-Man, loszieht und andere He-Männer im erweiterten Universum umbringt und deren magische Schwerter einsammelt, um sich zum, eigentlich wirklich zum König des Multiversums aufzuschwingen. Und der He-Man aus der Realität, wo wir normalerweise dann die Abenteuer erleben, der macht sich jetzt mit seinen Masters of the Universe auf, um den zu stoppen. Und dazu müssen sie eine sehr, sehr, sehr unheilige Allianz eingehen. Drama. Ich bin jetzt schon komplett verwirrt und fast ausgestiegen während deiner Erzählung. Ich hab mich da noch nicht vorgewagt. Also würde mich durchaus interessieren. Ich kann auch jetzt noch mal laut bei der Macht von Grayskull rufen, aber ansonsten, hey, krass, dass du dir das alles merken konntest. Ja. Also sagen wir fassen es zusammen auf. Ein He-Man versucht, viele He-Männer zu töten und ein He-Man versucht, ihn dabei zu stören und aufzuhalten. So kann es jeder dann verstehen. So, und jetzt, jetzt muss ich was in die Kamera flüstern. Ich muss was in die Kamera flüstern. Jetzt kommt Musst du lesen. So, und heute bei Musst du lesen ist etwas, das ist mehr als ein Comic. Es ist eigentlich ein Buch gewordenes Nerdfest. Es geht dabei auch um die Comics, es geht dabei um die Filme, es geht dabei um alles Mögliche zum Thema. Moment, ich muss es mal kurz greifen, weil es ist groß, es ist schwer. Batman. Ja, das ist ein Buch. Ihr habt das richtig gesehen. Und zwar steht da alles über Batman drin. Also alles über den dunklen Ritter. Wirklich so. Und es sind ganz viele lustige Extras mit in dem Buch integriert, was das Ganze wirklich zu einem wahnsinnig tollen Teil macht. Und irgendwie weiß der Jürgen viel mehr darüber, was da drin ist, als ich. Ja, also es ist einfach alles und es hat mir einfach beim Machen verdammt viel Spaß gemacht, das kommt natürlich hinzu und es war auch wirklich, ich sag mal, abgedreht, es alles nochmal in dieser Konzentration durchleben zu können. Also für jeden alten Batman-Fan ein super Rückblick, in dem alles nochmal aufgeführt wird, was diese Figur je erlebt hat, in welchen Formen sie erschienen ist, ob es nun TV ist, Film, Fernsehserie, sonst irgendetwas. Ist alles dabei, jede Comic-Sache, jede Buch-Sache und auch die ganzen animierten Sachen. Also wirklich gut strukturiert, alles dabei, alle Infos. Und wer einfach mal einen Überblick haben will, auch ein perfekter Einstieg. Und als fettes Teil macht es nun einfach auch mal verdammt viel her. Tja, mein Gott,
Musst du lesen. Musst du lesen. Wie stehst du denn zu Stephen King bzw. zu seinen Werken? Also ich schaue mir lieber die Verfilmungen an, als die Bücher zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da gibt es einige, die ich mag. Also ich mag tatsächlich die Verfilmungen nicht so arg, aber ich mag auch nicht die Bücher so arg. Also ich bin kein typischer Stephen King-Fan, aber ich mag die Comic-Verfertigungen seiner Werke. Also ich finde, die sind extrem gut gelungen. Und etwas, was in den letzten Jahren mir am besten davon gefallen hat, das war The Stand, also Das letzte Gefecht. Hat mir richtig gut gefallen und da kann ich jetzt sagen, das kommt jetzt nochmal neu raus und zwar in einer wunderschönen Deluxe-Version mit Schuber. Also alles zusammengefasst auf 3 Bände und da freue ich mich jetzt schon so richtig drauf. Natürlich wollen wir auch heute etwas verlosen und ich weiß, alle haben jetzt gedacht, er kommt jetzt und sagt, wir machen diesen Megaband, über den wir vorher geredet haben, in Musst du lesen, nämlich Batman, alles über den dunklen Ritter. Und da sage ich euch, nee. Ätsche Bätsche machen wir nicht. Heute verlosen wir nämlich diesen ersten Band von The Stand mit dem dazugehörigen Schuber. Also The Stand kommt ja im Schuber, hatten wir ja gerade gesagt. Und Band 1, da gibt es schon diesen Schuber dazu. Das Ganze ist natürlich auch irgendwo limitiert und hat auch seinen Preis. Und da möchte ich doch denjenigen unter euch, die Stephen King-Fan sind und die eben Fan von The Stand sind, die Möglichkeit geben, also zumindest einem davon, hier schon mal seine Sammlung zu beginnen. Und deswegen, ja, schreibt in den Kommentar zur heutigen Sendung bitte die Antwort auf folgende Frage. Wie heißt gleich nochmal der Sohn von Stephen King? Das möchte ich von euch wissen. Und unter den richtigen Antworten losen wir dann diesen Schuber aus. Und ansonsten freuen wir uns wie üblich über Anregungen, Lob und alles, was man so zu einer Sendung sonst noch schreiben kann. Was ich wirklich tatsächlich auch als Buch lieber mag als Stephen King, ist sein Sohn Joe Hill. Also nicht Joe Hill als Buch, sondern das, was er geschrieben hat. Ich mag dem seinen Stil, aber auch das, über was er schreibt, mag ich lieber. Das ist so dieser Urban Horror, aber mit mehr Fantasy drin, finde ich. Also ich weiß nicht, es gefällt mir auf jeden Fall stilistisch besser als das, was Stephen King macht. Und auch da gibt es jetzt etwas Neues. Und was bei Joe Hill auch immer erwähnenswert ist, er ist ja selber ein riesengroßer Comic-Fan. Also sein Vater ist erst so auf dem zweiten Bildungsweg, also quasi über seinen Sohn zum Comic-Fan geworden. Und deswegen gibt es überhaupt nur diese Comic-Adaptionen seiner Werke. Aber Joe Hill ist wirklich ein echter Comic-Fan und der hat ja am Anfang schon für Comics geschrieben, noch bevor er überhaupt bekannt war mit seinen Romanen und bevor die ersten Sachen von ihm dann auch verfilmt wurden. Und deswegen kann der das auch richtig gut. Und was es jetzt neu von ihm gibt, ist Joe Hill ein Korb voller Köpfe. Das ist, was will man mehr? Ja, was will man mehr? Ja, das ist so ein bisschen so diese... eigentlich dieser Island-Horror heißt es, glaube ich. Also wenn Menschen auf einer Insel sind und da passieren dann irgendwo schreckliche Dinge. In dem Fall trifft es die beiden das junge Pärchen, June und Liam. Die sind auf Brody Island im Urlaub und dort treiben sich plötzlich ein paar ausgebrochene Sträflinge herum und es beginnen sehr, sehr, sehr böse Sachen zu passieren. Man kann sich das so vorstellen. Und dann kommt so dieser Hill-typische Twist an der Sache. Anstatt weiter diejenigen zu sein, die vor den Bösewichten losrennen, dreht sich das Blatt. Und zwar in dem Augenblick, wo June eine verwunschene Wikinger-Axt findet. Und ja, dann rollen eben die Köpfe. Und was will man mehr? Tatsächlich, ich finde es immer klasse, wenn der Raum begrenzt ist. Ja. Also in diesem Fall Insel, man kann auch in einem verwunschenen Schloss eingesperrt sein. Im Prinzip ist es egal. Solange du nicht weg kannst und irgendeine Bedrohung da ist, die du noch nicht kennst, ist es schon mal die halbe Miete. Es ist Survival-Horror und ich finde es halt immer schön, wenn sich dann praktisch so dieses Opfer-Jäger-Verhältnis wechselt. Und, ja. Also das ist wirklich gut gemacht und deswegen kann ich nur eine Empfehlung aussprechen für Joe Hill und seinen Korb voller Köpfe. So, wir gehen ein bisschen zurück in den Annalen der Comics. Es gab früher ein Kultlabel in England, das hieß 2000 AD. Da sind so geile Sachen rausgekommen wie Judge Dredd und noch ein paar ganz andere, wirklich auch so sehr erwachsene Sachen. Und eine Serie, die damals rauskam, hieß Button Man.
Und das ist so ein bisschen auch so dieses Survival-Spiel, allerdings natürlich in dieser Gladiatorenart wie bei Running Man. Das heißt, es gibt eine in einer wie auch immer gearteten Zukunft ein Spiel, ein Killerspiel heißt das, und da muss man eben überleben. Und 2000 AD hat auch sehr, sehr, sehr viele sensationelle Kreative hervorgebracht, die man heute auch bei DC, Marvel und sonst wo findet. Das heißt, es war auch eine Talentschmiede, und von daher bin ich sehr froh, dass wir jetzt einige dieser 2000 AD Klassiker bei uns im Programm haben und beginnen eben mit Button Man, also wirklich sehr, sehr, sehr stark zu empfehlen. Jetzt noch ein bisschen was Schräges für die Rick und Morty Fans. Da kommt jetzt unser Band Nummer 8 raus, und da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde das mindestens so gut gemacht wie die TV-Serie, die Trickserie. Und warum ich den jetzt nochmal hochhalte, ist, es ist ja tatsächlich vor kurzem erst eine weitere Staffel von Rick und Morty auf Sendung gegangen, und ich habe sie sofort verschlungen und war etwas enttäuscht, dass es nur so wenig Episoden waren, aber es sollen ja noch mal welche nachgeschoben werden. Und dann dachte ich, ach, ich muss einfach noch mal auf die Comics hinweisen für diejenigen, die wie ich auch schon wieder auf die nächsten Episoden warten, weil das ist einfach genauso schräg. Und auch hier reisen Rick und Morty wieder durch die Dimension, und was treffen sie? Vampire natürlich, war ja klar, dass sie da Vampire treffen und noch ein paar komische Aliens, und es ist einfach wieder völlig abgedriftet. Ich liebe Rick und Morty. Es ist auf jeden Fall völlig abgedriftet, und es geht auch, manchmal ist es auch tatsächlich auch für mich auch einfach zu viel. Ja, es ist manchmal grenzwertig, es ist manchmal in der Tat grenzwertig. Ich denke mir, es ist auch mit Drogen nicht mehr zu erklären, also ich frage mich wirklich, was die für Ideen hat, also wer da wann wie auf was kommt. Die sind zu kreativ für Drogen, so kreativ kannst du auf Droge gar nicht sein. Davon ist auszugehen. So, dann schließen wir diesen Bereich ab, und zwar mit Doctor Who, und zwar der zweite Band vom 13. Doktor. Es hat jetzt eine Zeit lang gedauert, bis wir diesen Folgeband zum 13. Doktor rausbringen konnten. Da hat Corona sein Übriges dazu getan. Deswegen alle Doctor Who-Fans, und das integriert mich, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Und da haben wir es übrigens auch mit Vampiren zu tun, beziehungsweise mit Blutsaugern, diesmal aus dem All. Und diese Blutsauger verfolgt der Doktor mit seinem Team durch die Jahrhunderte. Und zwar werden sie dabei geleitet von einem sehr weirden Podcast, den offensichtlich alle kennen, nur nicht der Doktor. Ein sehr, sehr, sehr interessantes Geheimnis dahinter und eine sehr schlüssige Story, wie ich finde, die aber genauso abgedriftet ist, wie es eben für Doctor Who sein muss. Also freut euch sehr drauf auf den zweiten Band mit dem 13. Doktor. Zum Abschluss noch etwas Star Wars. Da kennst du dich ja auch ganz gut aus. Super. Und zwar genau mein Ding. Mache ich gerne, schaue ich mir gerne an. Und zwar kommen wir jetzt zum Ende der Schurken, nämlich von Aphra. Wunderbar. Also es klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber bestimmt einer meiner Lieblingsbände, was einfach daran liegt, dass ich Aphra total liebe. Also Dr. Aphra ist bestimmt die beste Comic-Dazu-Erfindung, die es in diesem Universum gibt. Also das ist einfach genial, weil sie, weil es ist witzig, es ist abgedreht, und es passieren wirklich die Sachen, die man am wenigsten erwartet. Und insbesondere in diesem letzten Band passiert etwas, was eigentlich fast unvorstellbar ist. Ich will das jetzt nicht zu viel verraten, aber die Tatsache ist, es kommt zu einem Duell zwischen ihr und Darth Vader. Und ist denn jetzt das Ende das Ende? Das Ende ist eigentlich nie das Ende. Das Ende ist ein Anfang. Das Ende ist immer auch ein Anfang. Und wie gesagt, ich werde nicht verraten, wie es ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall mehr als überraschend, was dort passiert. Gut. Und ich finde, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort gewesen für die heutige Sendung. Nämlich, das Ende von Aphra ist auch das Ende dieser Show von heute. Ich bedanke mich bei Jürgen Zahn. Schön, dass du da warst. Es war wieder spaßig. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Monat wieder. Und jetzt sagen wir einfach mal schön Tschüssi. Tschüssi.